wunderschönen guten Morgen heute Morgen und herzlich willkommen zu der neuen Folge. Es ist Mittwochmorgen, 20 nach 6. Ich fahre erstmal abkehren und dann fahre ich hoch wieder nach Sembach auf den Heuberg. Steht ja unsere Planierraube, die 726, die lade ich, bringe die rüber nach Weilerbach. Habe ich ja Lichter machen, dass ich hier im Bilde bin. Bringe die nach Weilerbach und dann fahre ich in Weilerbach, lade ich diese Leihraube, die 716, und die bringe ich zurück nach Reis bei Trier dahin. Zu der Firma Stoffel Baumaschinen. Da bringe ich die hin. So, Tanks sind voll. Jetzt kann ich auch mal zur Not. Ich sage ja nicht, dass es so kommt, aber wenn es so kommt, wenn ich in die Eifel fahre oben. Und es sollte schneien, das war felsig. Und es sollte schneien. Und dann habe ich wenigstens warm. Das habe ich einmal mitgemacht. In meinen Anfangszeiten, da hatte ich noch einen alten SK. Da hatte eine Standheizung, aber die wurde mit Gas betrieben. Einige werden es noch kennen. Und da stand ich hier anderthalb Tage. Pforzheim Hunde war das. Und das Gas ging leer. Sprit war auch nicht mehr wirklich voll. Und seitdem, wenn ich weiß, ich fahre hier raus bei dem Wetter und es könnte Schnee liegen irgendwo und dann sind bei mir die Tanks voll. Geladen haben wir innerhalb von Minuten. Nicht immer. Ja doch, halt. Sorry, ich war gerade abgelenkt. Innerhalb von Minuten ist ja alles weiß. Ich hoffe nur, dass ich später wirklich hochfahre in die Eifel. Minus. Also
diese PR716 habe ich dann, wie schon erwähnt, nach Dreis zur Firma Stoffel gefahren. Danach bin ich zurück auf unseren Hof und habe den Rampentieflader draufgehängt. Damit bin ich dann rüber nach Kaiserslautern-Siegelbach und habe dort unseren R938 geladen. Und da unten kommt eine Rechtskurve und dann gleich links steht der Bagger irgendwo. Also nicht irgendwo, sondern ich weiß wo, aber ich weiß jetzt nicht, aus welcher Richtung ich besser angekommen wäre. Der Bagger steht falsch herum. Das ist schade.